Notrufdienstzentrale? Okay, und los geht's. Denn nun ist Zeit für Action! Dort am Ufer liegt die kleine Stadt, wo das Leben keine Grenzen hat. Voller Abenteuer jeden Tag und viele Freunde, die ich mag. Doch ehe man sich versieht, ist schon etwas geschehen. Es ist Zeit für Helden, ruf die Helden. Die Helden der Stadt sind auf dem Weg. Fiona Feuerwehr löscht jeden Brand. Paul Polizei hat die Gefahr gebannt. Kasimir Krähe stolpert über jeden Stein, doch das wird nicht von Dauer sein. Wenn es scheint ausweglos, sind unsere Helden groß. Es ist Zeit für Helden, ruf die Helden. Die Helden der Stadt sind auf dem Weg. Helden der Stadt. 100 Katzen. So, mein kleines Kätzchen, nun hab ich dich endlich. Nun kletter nicht wieder auf die Bäume. Du bist schließlich kein Affe. Wow, Fiona, du bist echt eine gute Katzenretterin. Ich kann nicht mal abschätzen, wie viele Katzen du schon gerettet hast. Das war Nummer 99. Herr Bürgermeister, Sie haben all meine geretteten Katzen gezählt? Aber selbstverständlich, nur noch eine weitere Katze. Und dann hältst du den Weltrekord für die meisten aus Bäumen geretteten Katzen. Obendrein erhältst du eine Trophäe und eine noch größere Party. Eine Trophäe und eine große Party? Mensch, was sagst du denn dazu, Fiona? Ziemlich cool, hä? Oh, Paulchen, ich rette doch keine Katzen wegen der Trophäen. Ich tue es einfach, weil es nun mal meine Aufgabe ist. Das mit dem Rekord ist schön zu wissen, Herr Bürgermeister. Aber es ändert wirklich rein gar nichts daran, wie ich meine Aufgabe erledige. Sprich für dich selbst. Ich hätte gerne eine Trophäe und eine Party. Nun, Herr Bürgermeister, wie nah bin ich denn eigentlich an einem Weltrekord dran? Also, dir ist nun schon 15 Mal etwas aus einem Baum auf den Kopf gefallen. Das müsste nun noch 1000 Mal passieren, bevor du einen Rekord aufstellst, Paulchen. Oh, tja, das wären dann noch 999 Mal. Ich kann schon fast den Partykuchen schmecken. Fiona, viel Glück bei deinem Rekord! Du hast mich inspiriert, den Rekord im Kistenstapeln aufzustellen. Oh, danke, Stefan, aber ich mache nur meinen Job. Hallo, Fiona. Ich wünsche dir viel Glück beim Rekord. Ich zähle auf dich. Oh, danke, Zara, aber ich mache nur meinen Job. Ich dachte schon, ich komme überhaupt nicht an. In der ganzen Stadt wird mir Glück gewünscht wegen diesem blödsinnigen, albernen Katzenrekord. Woher wissen die das eigentlich alle? Nun, ich habe es ein paar wenigen Leuten erzählt. Mit ein paar wenigen Leuten meine ich die ganze Stadt. Notfalldienstzentrale? Ja? Gar kein Problem. Tatsächlich warten wir schon den ganzen Tag auf solch einen Anruf. Fiona, eine Katze steckt auf dem Baum beim Teich fest. Das könnte es sein. Deine Chance, den Rekord aufzustellen. Das könnte dir die Trophäe und die Party bescheren. Jetzt lasst uns alle mal auf dem Boden bleiben. Da draußen braucht eine Katze unsere Hilfe. Nur darauf kommt es wirklich an. Nun kommt schon, es ist Zeit für Action! Los, auf geht's, Fiona! Stell den Rekord auf, Fiona! Du schaffst das schon! Danke euch allen, aber ich mache nur meinen Job! Fiona, siehst du das? Dort muss wohl die Katze sein! Oh, wie aufregend das ist! Denk nur, wir könnten Rekordhalter sein in nur wenigen Minuten! Oh, ich bin nur hier, um meinen Job zu machen. Aber nun...
Ich schätze, es schadet nicht, dem Rekord etwas entgegenzufiebern, oder? Ist vielleicht ganz schön, Weltrekordhalter zu sein. Und so eine Party wäre sicher auch schön. So ist es recht. Keine Angst, Fiona ist hier. Schon bald bist du wieder in Sicherheit, kleines, Äffchen? Oh, keine Katze. Ich frage mich, ob wohl ein Affe auch für den Rekord zählen wird. Ich fürchte nicht. Nur die Rettung einer weiteren Katze zählt. Aber keine Sorge. Ich bin ganz sicher, du rettest bald eine weitere Katze, Fiona. Und dann ist eine Party angesagt. Oh, dabei fällt mir ein, ich muss ja noch die Mini-Quiche bestellen. Nun, wir haben immerhin den Affen gerettet und das ist doch schließlich das Allerwichtigste. Lass uns gehen, Paulchen. Ja, du hast wohl recht. Nun ja, vielleicht haben wir ja Glück und mir fällt etwas auf den Kopf. Fiona, ich bin bereit für die große Party, sobald du eine weitere Katze rettest. Was sagst du dazu? Das ist toll, Herr Bürgermeister. Dankeschön. Ich gebe zu, Paulchen. Irgendwie freue ich mich doch etwas auf diesen albernen Katzenrekord. Ich dachte schon, das Fieber wird dich nie packen, Fiona. Es ist absolut nichts Falsches daran, etwas entgegenzufiebern, solange du nicht die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen verlierst. Selbstverständlich, Paulchen. Keine Sorge. Ich vergesse natürlich nicht, dass meine Arbeit vorgeht. Notfalldienstzentrale? Ja? Wirklich? Okay, ich schicke sie gleich vorbei. Aufregende Nachrichten, Helden. Bei Kasimir Krähes Haus steckt eine Katze im Baum fest. Eine Katze? Wirklich? Ja, das ist meine Chance auf den Rekord und eine Party. Kein Anlass zur Sorge. Sie macht nur ihren Job. Ich folge ihr besser, nur für den Fall. Ah! Oh, wo ist... Ah! Fest! Einen Moment, das ist gar kein... Oh, oh! Das klingt nicht nach einer Katze. Vielleicht ist es eine sprechende Katze. Fiona, Katzen können nicht... Hier, Kitty, 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 Kitty. Ah! Kasimir Krähe, du bist keine sprechende Katze. Nö, nein, nicht, dass ich wüsste. Was hattest du denn in dem Baum zu suchen? Ich hatte Heißhunger auf Äpfel, also habe ich mich entschlossen, zum Apfelpflücken in den Baum zu klettern. Was ging schief? Oh, das ist ein Orangenbaum. Ich bin froh, dass wir dich retten konnten, Kasimir. Aber es scheint langsam so, als würde ich niemals diesen Rekord aufstellen. Paul, Fiona, kommt bitte schnell. Es gibt einen Notfall. Sieht aus, als sei es Zeit für Action. Dort steckt eine Katze im Baum fest. Tatsächlich eine Katze. Ich kann endlich den Rekord aufstellen und die Trophäe einheimsen. Hilfe! Hilfe! Fiona, die Katze kann warten. Du musst sofort... Keine Sorge, Kitty. Fiona ist hier, um dich zu retten. Helf mir! Feuer! Hilfe! Hey, Paulchen, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Ja, sofort, Hector. Warte einen Moment. Fiona, stopp! Hotdog Herbie braucht deine Hilfe. Aber die Katze! Hector, der Helikopter kann die Katze retten. Du musst dich unbedingt um Herbie kümmern. Herbie? Hilfe! Oh nein! Hilfe! Du hast recht, Paul. Ich war zu versessen auf die Trophäe. Ich komme schon, Herbie. Hector, kannst du dieser armen Katze vom Baum runterhelfen? Und ob! Geschafft! Und jetzt kannst du runterkommen, Herbie. Danke für die Hilfe, Fiona. Ich war kurz davor, wie meine Hotdogs gegrillt zu werden. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Herbie. Denn das ist immerhin mein Job. Ich bin stolz auf dich, Fiona. Du hast das Richtige getan. Tut mir leid, Paulchen. Ich hatte das wirklich Wichtige aus den Augen verloren. Ich schätze, der Weltrekord ist mir etwas zu Kopf gestiegen. Das passiert nicht wieder. Oh, da fällt mir gerade ein, wie geht es der Katze? Vielen Dank für die großartige Hilfe, Hector. War mir ein Vergnügen, Fiona. Es tut mir leid, dass du den Rekord nicht aufstellen konntest. Oh, das ist nicht so wichtig, Hector. Fiona, ich hörte, du hast fast den Rekord aufgestellt. Tut mir leid, Herr Bürgermeister. Aber ich musste Hotdog Herbie retten. Ich war nun mal die Einzige, die das machen konnte. Und Hector konnte die Katze retten.
Das erfordert viel Tapferkeit, Fiona. Und zwar so viel Tapferkeit, dass ich dir den Tapferkeitspreis verleihen werde. Wow, einen Tapferkeitspreis? Das klingt aber sehr wichtig. Wie kommt's, dass ich noch nie davon gehört habe? Weil ich ihn mir gerade ausgedacht habe. Aber niemand verdient ihn mehr als Fiona. Doch genug geredet. Es ist Partytime. Sie hätten sich nicht solche Umstände machen müssen, Herr Bürgermeister. Oh, es war überhaupt kein Umstand. Ich hatte ja schon alles für die Rekordparty vorbereitet. Und du weißt, ich lasse keine gute Party ungefeiert.